Herzlich willkommen in mein neues Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Waschbeckenarmatur samt Ablaufventil auswechselt mit ganz wenig Werkzeug und ohne großen Aufwand. Wie ihr hier hören und auch sehen könnt, diese läuft ständig und egal ob ich da irgendwas mache, passiert gar nichts. Also würde ich sie ersetzen mit einer neuen Armatur, da ich für diese auch die Teile sehr, sehr schwer bekommen kann. Einmal hier aus der Nähe gezeigt, egal was ich mache, die schließt einfach nicht mehr. Ich zeige euch mal, was ich alles brauche, um die Arbeit auszuführen. Ich habe hier, wie man sieht, schön abgedeckt. Das ist mein Knieschoner und hier habe ich das Werkzeug, Schraubenzieher, Zangen, 19er Schlüssel und Demontagewerkzeug vom Ablaufventil und hier habe ich die neue Armatur. Als erstes schließe ich das Wasser, damit ich arbeiten kann. So. Jetzt läuft auch nichts mehr. Jetzt kann ich die zwei Panzerschläuche bzw. flexible Schläuche lösen. Da kommt jetzt ein bisschen Wasser von der Armatur. Ich lege mal so einen Lumpen drunter. Das hört auch auf jetzt. Bei warmen ist genau dasselbe, da die Kartusche nicht schließt, kommt das Wasser aus den Schläuchen bzw. aus der Armatur noch zurück. Als nächstes löse ich die Verbindung zu der Zugstange von dem Ablaufventil. Die ist mit einer kleinen Schraube befestigt, hier zu sehen. Und jetzt kann ich die Armatur eigentlich schon lösen und ich zeige euch, was für eine Befestigung diese hier hat. Hier oben könnt ihr sehen, die hat eine kleine Befestigung, das ist 12 mm. Das kann ich mit einem einfachen Schlüssel schon lösen. Also mit so einem Schlüssel gehe ich da runter und löse mal die Verschraubung. Und jetzt kann ich einfach von Hand diese Mutter wegschrauben. Und die ist ziemlich lang. So, das ist diese hier. Jetzt kann ich die Armatur eigentlich oben schon wegnehmen. So, jetzt kann die Armatur raus, samt Panzerschläuchen. Das hier ist die alte Armatur. Die neue sieht ähnlich aus, ist aber von der Qualität viel, viel besser und wird auch sehr lange halten. Ich reinige mal hier das Armaturenloch. Da hat es ein bisschen Kalkreste und Schmutz, das kriegt man aber meistens gut weg. So. Als nächstes demontiere ich das Ablaufventil, das zeige ich euch, wie einfach das ist. Als erstes lösen wir unten den Siphon. Das geht alles von Hand, da braucht man kein Werkzeug oder keine Zange. So, jetzt ist das auch schon genug. Dann entfernen wir von oben den Stopfen. Da kommt auch ein neuer. Jetzt zeige ich euch von oben, wie einfach das ist. Ich halte dabei hier unten fest und löse
das Ganze von oben mit diesem Spezialschlüssel. Natürlich hat nicht jeder so etwas, braucht er auch nicht. Man kann das Ganze auch mit einem Schraubenzieher machen, das zeige ich euch von oben. So, entweder geht man mit diesem Montageschlüssel, das drückt man so rein, rastet ein und man kann so demontieren, oder ich zeige euch mal die einfache Variante mit dem Schraubenzieher in das Loch von diesem quasi Überlauf. Man hält es unten fest und löst das Ganze mit einem einfachen Schraubenzieher, ohne sich dieses teure Werkzeug kaufen zu müssen. So, das geht wirklich sehr gut. Das habe ich schon so oft gemacht, ohne diesen Schlüssel. Ist natürlich viel einfacher bei der Montage mit dem Schlüssel, aber es geht wirklich auch ohne. So, und das Ganze ist jetzt schon weg. Hier muss ich natürlich auch nochmal sauber machen, das mache ich, und dann bereiten wir das neue Ablaufventil vor. Hier haben wir das neue Ablaufventil mit dem neuen Stopfen auch. Man muss es auseinandernehmen und ihr könnt hier sehen, es sind zwei Dichtungen. Diese Schaumstoffdichtung wird hier oben aufgesteckt und man kann das Ganze einfach direkt so in den Ablauf runter tun. Das zweite Teil ist dieses untere Teil mit der Gummidichtung, das montiert man von unten. So, ich komme jetzt von unten mit dem unteren Teil und schraube einfach ganz wenig von Hand das obere Teil rein. Und hier hatte ich das Ganze schon so ausgerichtet, wie es sein soll am Ende. Und jetzt können wir den Rest von oben erledigen mit dem Schraubenzieher. Wie vorhin demontiert, montieren wir das Ganze jetzt einfach mit dem Schraubenzieher und ziehen das Ganze auch noch fest. Dabei halte ich das Ganze gerade. So, noch ganz wenig. So, das Ganze ist jetzt auch schon fest genug. Von unten habt ihr ja gesehen, es hat eine Dichtung und von oben hat es natürlich die andere Dichtung. Am Ende regulieren wir nur noch diesen Stopfen. Das kann man einfach so an dieser Stellschraube machen. Aber das machen wir noch am Ende. Als nächstes kann ich jetzt die Armatur schon montieren und auch anschließen. Ich kann jetzt die Armatur schon reintun. So. Und dann können wir sie von unten befestigen, genauso wie die alte. Und zwar haben wir hier dieses Stück mit der Schraube zum Anziehen. Ich halte die Armatur mal gerade und schraube es von unten fest. Ich zeige euch nachher, wie das aussieht. Können wir von unten mit dem Schlüssel, ich zeige euch das mal, die Armatur endgültig anziehen. Hier kann man sie sauber ausrichten und dann ziehen wir sie unten fest. Ihr seht hier diese Verschraubung, die ziehe ich jetzt mit diesem 12 mm Ratschenschlüssel fest. Wenn die ganze Armatur fest ist, schließen wir die Panzerschläuche an. Da muss man aufpassen, dass man sie nicht
vertauscht und noch nach rechts drehen, damit sie auch fest sitzen. Also einfach so nach rechts drehen, um zu sehen, ob auch alles fest ist. Ich mache immer so, ich halte mit einer Zange etwas dagegen, damit sich eben der Schlauch oben an der Armatur nicht lösen kann. So, wir können jetzt auch den Siphon schon anschließen an das neue Ablaufventil. Das passt eigentlich, weil die Maße sind dieselben. Und auch hier alles von Hand. Es braucht keine Zange. Nachher mache ich hier noch sauber. Bevor ich das mache, schließe ich das Wasser schon mal auf. So. Um zu sehen, ob die ganzen Anschlüsse auch dicht sind. So. Da trockne ich etwas ab. Und hier sieht es eigentlich gut aus. Ich montiere schon die zwei Abdeckungen. Was noch fehlt, ist das Gestänge von dem Ablaufstopfen. Dazu hat man dieses kleine Teil. Das macht man mit dem Schraubenzieher auf. Hat Schrauben auf beiden Seiten, ich zeige euch das. Hier sieht man das für eine und für das andere. Und jetzt können wir das auf die Stangen drauf tun. Ihr könnt selber entscheiden, ob es für euch besser ist, von unten nach oben oder von oben nach unten, das könnt ihr ja selber schauen, wie es euch am besten geht. So. Jetzt machen wir so. Bei offenem Ablaufstopfen muss das nach unten schauen. Ich befestige es so, wie es ist. Beide Schrauben. Und dann probieren wir nach von oben, ob das Ganze auch so funktioniert. Ihr seht, hier hinten ist dieser Zugknopf. Wenn ich den betätige, geht der Stopfen auf und zu, also der funktioniert. Ich drehe mal das Wasser auf und fülle etwas Wasser in den Waschbecken. Dann probieren wir, ob auch alles dicht ist. Ich schaue natürlich, ob warm und kalt übereinstimmt. Perfekt. So, jetzt lasse ich das Wasser laufen und wir schauen unten, ob das Ganze dicht ist. Und wie man sieht, kommt hier kein Wasser, also ist alles perfekt. Wie ihr gesehen habt in diesem Video, eine Armatur zu wechseln ist natürlich nicht schwer. Man braucht auch kein extra Werkzeug oder spezielles Werkzeug. Man braucht nur ein paar Werkzeuge, ein paar Schraubenzieher und ein paar Schlüssel. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen kann. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben, abonniert gerne meinen Kanal, um keines von den neuen Videos zu verpassen.